Farbverstellung. Heute zeige ich euch mal den Alfa Romeo Giulietta. Viele werden jetzt sagen, oh, nicht schon wieder ein Auto. Wir fahren doch hier im Truck Simulator rum. Das ist richtig. Aber ich bin ehrlich gesagt auch kein Fan von diesen Autos in ETS 2. Aber es geht ja nicht nach meiner Nase, sondern das, was ihr euch vorstellt. Gut, wir gucken uns das jetzt einfach trotzdem mal an. Also man hat hier das ist alles hier noch vom hinterlegt vom Skoda ein bisschen hier die Daten, man sieht es auch hier ein bisschen, aber das Interieur und alles ist natürlich Alfa Romeo, das sieht man gleich. Dann Farbe kann man hier dementsprechend aussuchen, Benutzer definiert, Metallic, ich habe es jetzt mal rot gemacht und so weiter. Hier hat man das typische Zeugs. Aber ich glaube, das passt nicht mal ganz. Wie sieht es hier? Das steht in der Luft. Also würde ich jetzt mal sagen, kann ich nicht empfehlen. Könnt ihr weglassen, den Schmodder. Dann habt ihr noch das Dach, das könnte farbig sein. Dann ist das noch ganz cool hier. Das soll Panoramadach darstellen. Geht man davon aus. Das kann man weglassen. Wie sieht es hier aus? Blaue LEDs, das ist alles noch vom Skoda. Also das könnt ihr dann dementsprechend alles weglassen. Felgen haben wir zwei verschiedene mit dabei. Und vom Alpha. Vier Felgen und Reifen plus eine Station. Da sind aber auch hier dieses Alpha-Logo. Schwebt hier etwas in der Luft. Kann man leicht sehen. Aber egal. Das Auto ist eben nur so zum Rumheizen, da würde ich mal sagen. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit. Man hat hier das Kabinen-DLC noch, kann man sich reinsetzen. Da kannst du noch sich was hier dein Gepard-Lum drauflegen und vielleicht noch das Handy. Das andere lassen wir weg. Hier kannst du auch eine Tasche reinstellen. Hier noch das Notebook und hier noch die olle Zippe. Und hier in der Mitte noch ja, so ein Ding hier. Weiß ich nicht. Irgendwas reinhängen. Genau. So. Das war es eigentlich schon so von der Modifikation her. Jetzt schauen wir uns den einfach mal in-game an. Dashboard funktioniert auch soweit. So sieht er ganz schick aus, ist halt einfach nur so zum Rumcruisen. Mehr ist es halt dann auch nicht. Speedtest, mal schauen, wie schnell die Kiste vor, also läuft, rennt, wie auch immer. Das mache ich am besten mal hier gerne mit dem Navi. Das sieht man da besser als wie mit hier. Aber ich blende es halt gerne noch mit ein. Und dann schauen wir mal, was die Kiste hergibt. Also er geht auf alle Fälle über 200, das ist schon mal sicher. Und mehr gibt es hier eigentlich auch nicht zu berichten. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Fahren und beim Download. Also macht's gut und bis bald. Ciao.
Musik.